Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Heute geht es um Zuckerrüben. Auf dem Weg zum Rübenschlag ist mir dieser vergilbte und streifige Schlag aufgefallen. Derzeit kann man jetzt hier sehr schön erkennen, wie wichtig auch in Sommergetreide die Unkrautbekämpfung ist. Es ist sehr viel Melde, Kamille, Windhalm etc. zu erkennen. Vielerorts schiebt das Sommergetreide derzeit das Farnblatt. Das ist ein wichtiges Stadium, um noch einmal mit Fungiziden die ertragsrelevanten Blätter gesund zu halten. Und auf der anderen Seite kann man das Stadium nutzen, um gegebenenfalls nachzukürzen. Es ist sinnvoller, auf leichten Standorten Ethephon, zum Beispiel Cerone camposan, zu nutzen, je nach Zulassung und Kulturart, um den Stress durch Wachstumsregler nicht ganz so lang anhalten zu lassen. Auch für eine Nachdüngung wäre es jetzt noch mal sinnvoll, falls Sie das Gefühl haben, dass Ihre Stickstoffmenge nicht ausreicht. So, jetzt geht's weiter zu den Rüben. Derzeit befinden sich die meisten Rüben im 4- bis 6-Blatt-Stadium. Auch war es nicht falsch, Anfang März schon die Rüben zu legen. Im Hintergrund sehen Sie auch welche, die Anfang März gelegt wurden, die jetzt wirklich schon im 6-Blatt-Stadium sind. 6-Blatt-Stadium. Das ist ein wichtiger Zeitpunkt, denn spätestens jetzt sollte die Versiegelung mit Metamitron stattfinden. Ansonsten ist nachher die Beschattung zu groß. Je nach Boden brauchen Sie mindestens 1000-1400 Gramm Metamitron. Auch schauen Sie nochmal, ob Sie andere Unkräuter finden, wie Melde, Knöterich oder auch Hirse, die Sie dann gleichzeitig noch mit ausschalten können. Das 8. bis 20. Blatt sind wichtig für die Assimilationsbereitstellung der Rübe. Daher ist es wichtig, ab 8-Blatt-Stadium die Stressfaktoren, zum Beispiel durch Herbizide, so gering wie möglich zu halten, weil es ansonsten Zucker kostet. Fahren Sie dann zum Beispiel bei Disteln nur teilflächenspezifisch mit Chlorpyralid über den Schlag. So, ansonsten können Sie nachher noch mit Nährstoffen ab 8-Blatt-Stadium einiges tun, um die Rübel aufzupäppeln. Aber da sprechen wir in einigen Tagen dann nochmal drüber. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss!